Segel sind ausgepackt. Und in dem engen Hafen hier bringt der Motor wahrscheinlich nicht so viel. Deswegen gehe ich einfach so raus und stoße mich an den Pfählen ab. Und dann fahren wir nach Mittelfahrt. Mal gucken, ob draußen der Wind ist. Hier drin ist noch sehr ruhig. Aber das sehen wir gleich. Hat geklappt mit dem Ablegen und hier draußen kommt auch pünktlich zum Ablegen der Wind. Geht sofort gut ab, war der richtige Moment zum Ablegen. Auch 6 und 7. Und das erzeugt dann natürlich auch einen Strom. Und der geht dann natürlich gegen an. Das heißt, ich habe dann gekreuzt und wurde teilweise auch wieder zurückgesetzt mit 5 Knoten durchs Wasser gefahren, nur 3 Knoten über Grund. Naja, aber das Gute ist ja, es macht hier keine Welle, es entsteht keine Welle. Dementsprechend fährt das Boot immer noch wie auf Schienen, auch wenn wir sieben Windstärken. Und das Boot hält ja ohne weiteres 7 Windstärken aus. Auch 40 Grad Schräglage sind offenbar kein Problem. Deswegen ein Tag nach meinem Geschmack.